Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir haben es gerade eben Dienstag, 15:31 Uhr, das heißt kurz nach der US-Eröffnung, und ich möchte dich gern zu einer Runde Nasdaq Skydiving mitnehmen. Ganz wichtiger Tipp im Voraus: Wenn du dieselbe Plattform nutzen möchtest, wie ich es hier im Video mache, dann schau gern in der Videobeschreibung nach. Im obersten Link ist diese verlinkt. Ansonsten viel Spaß mit dem Video, viele Learnings und hoffentlich kann ich auch ein bisschen Geld verdienen. Das ist jetzt hier mein erster Trade-Einstieg. Ich gehe direkt Short rein. Haben nach der Eröffnung den starken Arbeitsimpuls gehabt. Gerade eben ein bisschen Rebound. Jetzt sehe ich hier diese krasse Abweisung. Und entsprechend würde ich mal sagen, lasst uns das Ding auf neue Tagestiefs shorten. Ich wollte jetzt noch bloß jetzt hier knapp über das letzte Kerzen hoch drüber setzen. Weil jetzt hier exakt, ja, sag ich mal, 12 Punkten. Das passt soweit, wenn der Kurs gleich hier unten ankommt. Hoffentlich mal. Dann wird das Stop-of-Break-Even gesetzt. Und dann einfach mal gucken, wie ich das Ding weiterlaufen lassen kann. Jo, das ging jetzt verdammt schnell. Jetzt die 25 Punkte vorn. Heiliger. Ich tue direkt mal jetzt hier eine Hälfte rausschmeißen von jetzt über 700 Euro Gewinn. Wobei ich tue vielleicht sogar mal jetzt hier zwei Drittel rausschmeißen. Etwas Gewinn sichern. Jetzt hier bei sehr schnellen 30 Punkten. Das ist ja geisteskrank schnell. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber schöner Style bei Entry. Das kann ich auf jeden Fall so stehen lassen. Und das andere Drittel, was ich jetzt noch habe, das heißt erstmal laufen lassen. Stop auf Break-Even setzen und das Ding hier quasi risikolos noch machen. Und mal gucken, wie viel jetzt hier diese aktuellen noch jetzt 25, 26 Punkte Puffer noch aushalten. Wie viel ich da was laufen lassen kann oder halt eben nicht. Gut, und dann waren auch quasi das letzte Drittel raus. Die anderen 30 Punkte, ja gut, haben jetzt nicht so lange als Puffer gehalten. Trotzdem, nicer erster Trade für die Session. Jetzt muss ich mal gucken, ich bleibe in der Grundtendenz noch short, würde ich sagen. Aber was ich nicht vergessen darf, ist, dass wir jetzt quasi wie hier jetzt bloß einen sauberen Fehlausbruch unter das Verlauf, den wir gemacht haben. Das heißt, jetzt sehe ich hier wirklich nochmal deutliches Rebound-Potenzial, was hier kommen könnte. Und entsprechend muss ich da wirklich drauf aufpassen, dass ich da jetzt hier nicht irgendwie einen blöden ersten Short wieder versuche, direkt rausfliege. Vielmehr könnte ich mir vorstellen, dass ich was über zwei Hälften gleich lösen werde. Aber das werden wir gleich sehen. Wenn dir die Trades bis hierhin gefallen, dann abonniere gern den Kanal, denn hier bringe ich täglich Wissensvideos zum Trading und die willst du nicht verpassen. Dass ich jetzt hier unten nicht weitergeschaut habe, war Gold richtig. Sind extrem hoch gelaufen, 100 Punkte hoch. Aber jetzt haben wir zu gestern das Skip Close gemacht. Dort könnte es jetzt quasi einen Widerstand geben. Ich würde entsprechend mal eine halbe Positionsgröße Short probieren. Wie gesagt, sind jetzt verdammt stark hoch gelaufen. Aber ich sehe jetzt hier quasi um die 19.500 und den gestrigen Schlusskurs herum quasi potenziellen Widerstand. Und ich habe ja bloß einen kurzen Scalp im Sinne. Ich will hier den Stop-Loss jetzt oben drüber setzen und den Take Profit hier unten in Richtung Opening Niveau setzen. CRV von 1,7 ungefähr. Kann ich auf jeden Fall mal mitnehmen, wenn es auch noch eine halbe Seite ist, aber ja, das ist das Risikomanagement, was ich hier mittrage. Jep, Idee läuft super an. Jetzt 12, 13, 14 Punkte sogar vorne. Ich tue den Stop entsprechend auf Break-Even setzen. Bin ja jetzt kurz vor dem Take Profit. 170 Euro jetzt hier vorne, können wir unten rechts auch sehen. Jetzt heißt es bloß für mich gucken, ob wir noch die finalen weiteren 8. Okay, jetzt 4 Punkte plus. Ich tue jetzt mal den Stop auch ein bisschen nachziehen. Du willst mal 11 Punkte absichern von insgesamt 20 Punkten, die ich vorne bin. Oder 12 Punkte sogar fast abgesichert. Okay, sehr nice. Und jetzt heißt es bloß einfach abwarten, Stop-Loss oder Take-Profit quasi. Ja, okay, ungefähr 125 Euro gesichert. Sehr nicer, kurzer Scalp. Und jetzt würde ich aber sagen, eher ich müsste mal hier unten ein bisschen auf Longsuche gehen. Mal gucken, ob ich da gleich Setup noch finde. Und ich würde mal sagen, wir bilden hier final eine kleine Hammerkerze. Das würde ich direkt mal als Kaufsignal nutzen. Sind noch nicht direkt am Opening, sondern vielmehr hier bloß in den letzten Verlaufsurs dran, was wir kurz nach der 15:30 Uhr Öffnung gemacht haben. Soll man allerdings erstmal ausreichen als Signal. Stop-Loss würde ich jetzt unter das Opening wo drunter setzen. Sind jetzt hier 20 Punkte bei einer Halbpositionsgröße. Kann ich mir, denke ich, erlauben. Und Ziel sind erstmal wieder mindestens hier hoch zu laufen oder halt dann sogar potenziell noch höher durchlaufen. Ich sehe, dass der S&P gerade relativ stark ist. Von daher mal gucken, inwiefern die Nasdaq da einfach mit hochgezogen wird auch und vielleicht sämtliche Widerstände, die ich gerade eben hier geschortet habe, sogar direkt überschreiten könnte. Das werde ich gleich sehen. Jetzt Trade, ja, 5 Punkte vorne, 50 Punkte oder sowas, ne? 50 Euro meine ich. Ja, lass erstmal anlaufen, mal gucken, was passiert. Sehr gut, auch der Trade läuft wie Sau. 22 Punkte jetzt vorne. Risiko somit verdient. Sind jetzt auch wieder, wie gesagt, in dem Widerstandslevel drin. Deswegen Stop-Loss auf Break-Even. Weil, wie gesagt, ein was spricht gegen mich, der Widerstand. Und Risiko verdient. Also entsprechend das zweite Ding. Habe jetzt, okay, wird direkt auch wirklich die Abweisung gezeigt. Scheinbar erstmal. Bin gerade eben zwar 16 Euro, 230 Euro und sowas vorne. Mal gucken. Ich hoffe mal, dass wir, wie gesagt, so den Breakout direkt nach oben durchschaffen. Wenn nicht, halb so wild. Der Trade ist ja gerade eben risikofrei und scheint so, als würde es hier richtig dick Abweisung geben. Okay. Und oh, alter Schwede. Innerhalb einer Kerze, das Ding läuft hoch und stoppt mich break-even aus. Okay, auch nicht schlecht, sehe ich auch nicht so oft. Aber wir sind gerade in einer volatilen Phase. Ist okay. Ich bleibe mal weiter noch auf Long-Suche.